So, willkommen zurück zu Shining Force. Und zwar fällt euch bestimmt als erstes auf, dass die Zahlen unten nicht mehr stehen. Dafür ganz herzlichen Dank an Muni, der mir gesagt hat, wie ich denn die Frame-Anzeige da loswerde. Tja, wir haben Luke verloren beim letzten Kampf und deswegen müssen wir uns den jetzt erstmal zurückholen, bevor wir diesen Kampf starten. Und zwar können wir mit Max jederzeit die Schlacht verlassen, indem wir auf ein Feld gehen, ja, wo sich ein anderer Ort befindet. In diesem Fall gehen wir zurück zu dem netten Priester und dort können wir Luke wiederbeleben. So. So, hier haben wir eine Option. Race. Und, oh my, Luke is in a bad shape. Ja, und es kostet uns 10 Münzen. Das ist erstmal ganz günstig, aber es wird immer teurer und irgendwann kann man sich das kaum noch leisten. So. Yay! Luke has revived. May the powers of light be always with you, Max. So, aber wie ich einigen schon verraten habe, sehen wir hier noch einen Hamster. Ja, das ist ein Hamster mit einer komischen Kappe auf. Greetings, Max. I have been waiting for you. Greetings, Max. Ja, süß sieht er aus, oder? Den können wir auch rekrutieren. Tja. Aber erst später. So, diesen Text kennen wir schon. Und jetzt geht es auf in den Kampf. Ja. So. Den guten Hans lassen wir erstmal da stehen. Ihr wisst ja, der hält nicht so besonders viel aus. Oh. Ken müssen wir da stehen lassen. Tja. Ach so, ich wollte noch etwas zum Kampfsystem sagen. Und zwar können wir uns nicht aussuchen, mit welcher Figur wir spielen, sondern wir bekommen die quasi zugeteilt. Und zwar hat das mit dem Speedwert zu tun. Und ja, je nachdem kommen dann unsere Figuren ran und manchmal die gegnerischen. Wobei ich das manchmal auch nicht so richtig verstehe, weil es kommt auch oft genug vor, dass eine Figur zweimal hintereinander rankommt. Dann haben wir noch den Land-Effekt. Das seht ihr oben links in der Ecke. Wenn ich hier auf diese Berge gehe, steht da 30%. Auf dem Weg ist es 15%. Je weniger Land-Effekt ich habe, desto besser kann ich mich in der nächsten Runde bewegen. Ich stelle Max jetzt also erstmal auf den Weg. Der gute Luke, da ist er wieder. Jetzt ist man hier blöd. Ah, stellt euch doch noch weiter nach hinten. Dann gehe ich mit Hans nach vorne. So einfach ist das. So, der gute Ken kann leider sich nicht so gut bewegen. Ja, gut. Und Max auch nicht. Tja. Hätten sie da nicht ein paar mehr, weniger Berge hinmachen können? Langsam und so, ne? Aber wir kommen voran, wie ihr seht. Och nö.
erstmal Platz machen für die, die nachkommen. Ja. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, ob unser guter Lehrmeister, ob es dem noch gut geht. Wir hoffen natürlich, dass er dem Angriff standhält. Aber ihr wisst ja, manchmal ganz tragische Geschichten hier. Aber vielleicht können wir ihn ja noch retten. Na, der kommt schon ran, der soll aber nicht. So gut ist der gute Gong dann doch nicht im Kampf. Ken, also, naja. Die Zentauren, die sind echt in den Bergen nicht so wirklich so gut. So, endlich. Der Luke kann angreifen. Süß. Jo, ich kann nicht so viel erzählen dabei, leider. Das war blöde jetzt gerade. Ich hätte den Hans lieber dahin stellen sollen, wo ich jetzt gerade den Gong hingestellt habe. Och, jetzt dampft der auch noch ab. Ja, super. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass da zwei von diesen fiesen Moon Knights stehen. Da hinten. Das ist irgendwie nicht so. Nicht so schön. Och, nein. Aber wisst ihr was? Wir sind gleich wieder auf normalem Gebiet. Nee, zu gefährlich für den guten Max da vorne alleine. Wir wissen ja, was beim letzten Mal passiert ist. So, jetzt ist er weg. Nee. Hey. Unser Priester ist ein bisschen. Ja, und Kenntnis auf. Mal gucken. Ist ein bisschen. Bleiben wir erstmal so stehen. Ich sag euch auch warum, weil wenn man den da einzeln hinstellt, dann kesseln die den Charakter ein und der wird dann von allen Seiten angegriffen und man kommt natürlich nicht mehr ran. Und der ist dann so gut wie tot. Ach ja. So. Mal sehen, wie viel Schaden der gute Hans macht. Ah, 4. Ist auch nicht so schön. Jetzt gehen wir mal mit Max ran. Ja, immerhin 5 Punkte. Und ich hoffe, Ken kommt bald dran. Dann, ja, sehr schön. Ihre Magie. Mal sehen. Es gibt einige Gegner, die besonders empfindlich gegen Magie sind. Ah ja, Goblins scheinen auf jeden Fall auch nicht so gut Magie abzukönnen. Tja. Ja. Okay. Das wird ihm nicht wirklich gefährlich hier mit einem Punkt. Ich glaube, wir sind bei den 10 Minuten.
Leider dieses Mal haben wir uns nur durch die Berge gekämpft. Aber immerhin, ihr habt den Hamster gesehen und ja, nächstes Mal geht's weiter. Bis dann!